Limestick. Und da ist der Moment, bums, Pärste voll. Da hat nicht mehr Platz. Wenn ich den brauche, muss ich zuerst etwas löschen. Und schau, in unserem Leben ist es manchmal genau gleich. Manchmal ist es wie voll. Und wir müssen zuerst etwas löschen, um wieder brauchbar zu sein für Gott. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte von Josef, wo seine Brüder ihn belagert haben und als Sklave verkauft nach Ägypten. Dort ist ihm nur miserabler gegangen. Die Frau von Potiphar hat ihn unrechtsmässig mit etwas beschuldigt. Er ist ins Gefängnis gekommen. Aber Gott hat ihn rausgenommen, dadurch, dass er die Träume deuten vom Pharao und ist um zwei höchsten Mann geworden in Ägypten. Und dann, als er seinen erstgeborenen Sohn bekommen hat, hat Josef dann Folgendes gesagt. Wir lesen das in 1. Mose 41, 51. Josef nannte den Erstgeborenen Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meine Sorge und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Den zweiten Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Schau, hier ist etwas Übernatürliches passiert. Er sagt, Gott hat mich vergessen lassen. Schau, es gibt ein übernatürliches Löschen von dem Stick, das Gott macht. Und vielleicht hast du das gerade nötig, dass Gott mal etwas auslöscht von der Vergangenheit, das dir Sorgen bereitet, das dir Not macht. Bitte doch jetzt gerade Gott, dass ein übernatürliches Löschen passiert, damit du wieder frei bist für Neues. Und vielleicht hast du noch nie so ein Manasse-Erlebnis gemacht, aber gerade jetzt kannst du es erleben. Schau, Gott möchte dir das schenken. Das nächste ist nachher der Ephraim bekommen. Und Ephraim heisst der Fruchtbare. Und schau, vielleicht ist das das, was Gott dir gerade möchte schenken. Ein Ephraim. Neue Fruchtbarkeit in deinem Leben, in deinem Dienst, in allem, was du machst für Gott. Er möchte dir einen Ephraim schenken. Und darum jetzt möchte ich beten, dass du das erlebst. Und ich sage dir im Namen Jesu, dass du jetzt ein Löschen erlebst von dem Schlechten in deinem Leben. Und ich spreche dir zu, empfang einen Ephraim. Empfang die Fruchtbarkeit von Gott, dass Neues passiert in deinem Leben, gerade im jetzigen Moment. Der Herr mit dir. Amen.